Was irgendein Aufladen? Interessant. Wenn ich eins über Wesen wie diese weiß, dann, dass sie sich am liebsten im Dunkeln verkriechen. Was treiben sie denn da? Die sehen sehr komisch aus. Ist das eine Art Ritual? Lass mir leid, wenn ich störe. Aber das wird nichts, Jungs. Geht so. Ich finde es. Erste Eindrücke vom DLC. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es optisch wunderbar. Die Gegend gefällt mir super. Das Volk sieht ein bisschen komisch aus mit der Hautfarbe in Kombination mit den weißen Haaren. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unpassend. Aber hat seinen eigenen Stil. Und die Geschichte ist auch nicht schlecht. Also, das Spiel hat mich bis jetzt eigentlich auch gar nicht enttäuscht. Und ich habe das Gefühl, dass wir damit viel Spaß haben werden. Eine silberne Kette. Ich glaube kaum, dass die von den Thornberrys stammt. Das muss die Opfergabe sein, von der Fanet gesprochen hat. Die Thornberrys sehen ein bisschen lieblos ausgefühlt, aber ansonsten. Ah, ich kann ja jetzt direkt zur Fanet zurückkehren. Okay, das ist eine coole Erweiterung. Dass ich den ganzen Weg jetzt nicht zurücklaufen muss. Du bist zurück. Und? Hast du etwas gefunden? Ich meine, ich habe mir die beiden DLCs auf einmal gekauft. Diese Silberkette. Ja. Die Frage ist, was sind eure ersten Eindrücke? Ich wusste es. Ich tappe immer noch im Dunkeln. Ja, jetzt erzähl mal, was ist das? Entschuldige. Diese Kette ist eine gwigorische Gebetskette. Sowas tragen doch nur Tiefgläubige. Wie ist sie hierher gekommen? Und warum sollten die Thornberrys zu ihr beten? Um das zu verstehen, musst du erst die Natur der Thornberrys begreifen. Sie nähren sich vom Hass und dem Elend anderer. Und bringt man ihnen ein Opfer dar, ein Zeichen des Grolls, den man gegen jemanden hegt, dann belegen sie diesen Menschen mit einem Fluch, heißt es. Du denkst also, dass jemand Talor mit einem Thornberry-Fluch belegt hat? Lol. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich das Ganze immer für ein Ammenmärchen gehalten. Aber wenn ich seine Furcht vor dem Wald und die Kette auf dem Altar bedenke, dann kommt es mir doch sehr wahrscheinlich vor. Hat Talor Feinde hier im Dorf? Fällt dir jemand ein, der zu so etwas in der Lage wäre? Aber nicht doch. Nein, ich glaube, derjenige, der die Kette auf den Altar gelegt hat, war Talor selbst. Warum hätte er das tun sollen? Weil die Legende noch weitergeht. Wenn man versucht, eine Seele zu verfluchen, die schon zur See heimgekehrt ist, dann kann der eigene Hass nirgendwohin als zurück zu seinem Ursprung. Soll das heißen, er hat sich selbst verflucht? Bei dem Versuch, jemand anderen zu verfluchen, ja. Als mein Vater noch jung war, war er einer der wenigen Auserkorenen, die zum Handeln in die Außenwelt geschickt wurden.
Er hat uns erzählt, dass er diese Kette auf Reisen nach Sandbreck getragen hat. So wollte er seinen wahren Glauben verschleiern, um nicht den Ärger von Quigos Anhängern auf sich zu ziehen. Das ist er vielleicht Sinn? Irgendwann einmal aufgeflogen? Das könnte der Grund für seinen Groll sein. Nicht, dass ich wüsste. Er hat sich selbst verflucht. Na gut, wilde Spekulationen über Talors Vergangenheit anzustellen, hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen uns auf die Gegenwart konzentrieren und herausfinden, wie wir den Fluch brechen können. Gut. Wenn ich noch irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Danke, das werde ich. Ja, danke auch von mir. Hier, bitte nimm diese kleine Entschädigung für den ganzen Ärger, den du wegen der Sache hattest. Das ist ein Vipernstein. Eine Art Amulett unseres Stammes. Er reagiert auf seltene Mineralien, die wir für alles Mögliche benutzen. Lässt sie läuten wie Glöckchen. Ohne diese Steine wäre das Zeug unmöglich aufzutreiben. Wenn du was davon findest, bring es zu mir. Ich mach dir gute Ausrüstung daraus, falls du welche brauchst. Vielen Dank, dann werde ich sicher bald mal zu dir in die Schmiede kommen. Bis dahin hoffe ich, dass Talor bald wieder gesund wird. Okay, das ist interessant. Der hat also versucht, jemanden zu verfluchen, der außerhalb der See ist, und dadurch ist der Fluch auf ihn zurückgekommen und er hat sich selbst verflucht. Schlangenringe, Bauplan, Vipernstein. Ah, oh, den muss ich anlegen. Verstärken diese Accessoires Leviathans Esper-Fähigkeiten. Spreche mit Schledon im Versteck oder Pavade in der Zuflucht und wähle die Option Herstellen aus, um die Ringe anfertigen zu lassen. Betrachte jedoch, dass du für die Herstellung mehrere Materialien brauchst, die nur in Mysidia zu finden sind. Was im Vipernstein? Da sie aus Aquamarin geschnitzt sind, reagieren diese Steine sowohl mit dem Akubisch als auch mit dem visuellen Signal. Okay. Ich sehe nirgendwo ein Kind. Ich will mal gucken, ob meine Ausrüstung was mit meiner aktuellen Lage zu tun hat. Nee, sieht ganz gut aus. So, unser Phönix hält Wache aufs Dorf. Finde ich ganz gut. Ich glaube, mit dem Phönix als Schützer machen die nichts verkehrt. Milord, dürfte ich euch einen Moment sprechen? Jamila, natürlich, es meine Hübsche. Es gibt da eine Angelegenheit, bei der ich dringend um eure Hilfe bitten möchte. Die gebräunte Sand. Worum geht es die denn? Die Sandtennet. Bitte, nicht so laut. Also die sonnengebräunte Haut, die weißen Haare und die richtig krass blauen Augen. Ich glaube, es ist noch ein Fremdling hier in Mysidia. So gar nicht. Ich ging gerade am unteren Tor vorbei, als ich eine Gestalt zwischen den Bäumen bemerkte. Oben beim Mantel. Erst dachte ich, das müsstet ihr oder euer Bruder sein und habe nichts gesagt, aber... Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich das Gefühl, dass mir die Gestalt bekannt vorkam. Und es war ganz sicher nicht einer der anderen Dorfbewohner? Auf keinen Fall. Ich glaube, es war eine gewisse Person von außerhalb des Walds, die sich eingeschlichen hat. Natürlich könnte es auch sein, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Schließlich habe ich die Gestalt nur für einen kurzen Moment gesehen. Vielleicht wart ihr es doch. Oder euer Bruder. Aber wenn es wirklich derjenige ist, den ich im Verdacht habe, können wir ihn nicht einfach gehen lassen. Schließlich kennt er jetzt unser Geheimnis. Würdet ihr euch um ihn kümmern? Euch kann er nicht gefährlich werden, glaubt mir. Wenn ich bedenke, was alles im Wald lauert, dann ist er es, der in Gefahr schwebt. Das werde ich. Machen wir mal.
Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, ob deine Vermutung richtig ist. Es könnte schließlich auch jemand ganz anderes sein. Jemand, der euch oder uns schaden will. Ihr habt recht. Aber versprecht mir eins, wenn ihr wirklich jemanden dort oben findet... Keine Sorge. Ich werde nicht unnötig Gewalt anwenden. Ich danke euch. Ich mag das aber, dass sie nicht so gewaltvoll... Jamila, dieser Mann, den du gesehen hast, ist das vielleicht der Kunde, von dem du mir erzählt hast? Ich fürchte, so ist es. Ein Kunde? Das können wir später besprechen. Komm jetzt. Wie das Sid immer gleich so sagt. Bombastik. Side-Eye. Dann wollen wir mal. Gucken wir mal, wo der Lümmel sich rumhängt. Wo der Lümmel herumhängt. Wir dürfen nicht zu viele Blumen pflücken, damit noch genug von ihnen ihre Samen streuen können. Sonst gibt es nächstes Jahr nämlich keine mehr. Im Einklang mit der Natur, finde ich super. Finde ich super. Da ist Pipi drin. Liebesschwöre. Parfum aus Sandbreck. Sieht ziemlich teuer aus. Entschuldigung. Wer ist da? Halt! Wir werden Gewalt einsetzen müssen. Komm, kannst du nicht einfach deine Fähigkeit nehmen und ihm die Beine brechen? Halt durch! Wir sind gleich bei dir! Mich wollt ihr gar nicht fressen! Dann kriegt ihr Magenfäule, ich schwör's! Ja, bleib zurück! Wir machen das schon. Bisschen erledigt. Yay, Money. Blaues Zeug, Erfahrung. Alles in Ordnung? Mehr als in Ordnung. Ich bin gerettet. Oh, ich könnte dich küssen. Alter Schwede. Vielleicht stellst du dich zuerst einfach mal vor. RW, habe ich es mir doch gedacht. Was machst du hier? Ich bin hier, um dich zu sehen, natürlich. Ach, mein kleines Täubchen, ich hab dich so vermisst. Vielen Dank, dass ihr ihn gerettet habt und verschont. Und wer ist er? RW, einer meiner zahlreichen Kunden aus meiner Zeit in der Außenwelt. Einer deiner zahlreichen Kunden? Jede Nacht haben wir von unserer gemeinsamen Zukunft gesprochen. Einer deiner Liebesschwüre ins Ohr geflüstert. Und eines Tages bist du einfach verschwunden, ohne ein einziges Wort. Ich hab dir doch eine Nachricht hinterlassen, oder nicht? Hab dir geschrieben, dass es mir leid tut, aber dass wir niemals zusammen sein können, weil ich meine Familie auf keinen Fall im Stich lassen könnte. Und ich glaube, ich habe sehr deutlich ausgedrückt, dass du mich nicht suchen sollst.
Wie hast du es überhaupt hierher geschafft? Die Flamme deiner Liebe war mir ein Leuchtfeuer in der Nacht, das mich zu dir geleitet hat. Ach du Scheiße. RW. Verkackt. Ich spazierte die Küste in der Nähe von Nordstedt entlang. Da fiel mir eine Dame ins Auge, die genauso aussah wie du. Augen wie der Ozean, Haar so weiß wie Schnee. Im nächsten Augenblick sprangen sie und ihre Begleiter in ein kleines Segelboot und fuhren hinaus in Richtung der Woge. Also, lieh ich mir das nächstgelegene Boot und fing an zu rudern. Das muss Schula gewesen sein, als sie uns hergebracht hat. Und dann bist du einfach, wer weiß wie viele Meilen weit gerudert, nur weil du eine Frau mit weißem Haar gesehen hast? Kann man aber machen. Natürlich! Und dann war der Himmel auf einmal nicht mehr dunkel und trostlos, sondern er strahlte in hellem, freundlichem Blau. Da wusste ich, dass mein Täubchen in der Nähe sein muss. Oh, wei. Ach, warum bist du nur gekommen? Du hättest mich vergessen sollen, so wie ich versucht habe, dich zu vergessen. Ich kann mein Volk nicht aufgeben, RW. Und jetzt, wo du unser Geheimnis kennst, kannst du auch nicht mehr weg von hier. Er hat sein Ziel erreicht. Wir müssen zurück zur Zuflucht und unser Schicksal in die Hände meiner Familie legen. Du willst mich deiner Familie vorstellen? Oh, mein süßes Täubchen! Ja. Ich würde sagen, er hat sein Ziel erreicht. Kommt bitte später noch einmal zu mir. Ihr habt getan, worum ich euch gebeten habe, also sollt ihr auch dafür entlohnt werden. Und jetzt, komm mit mir, RW. Ja, bis ans Ende der Welt und noch weiter. Dieses Ja war sehr interessant. Er hätte uns niemals finden dürfen. Wie konnte ich nur so leicht... Dieses Jahr war ein sehr komisches Jahr von ihm. Naja, gucken wir mal. Verzeiht mir. Es gibt nichts zu verzeihen. Ihr beide habt euch im Schleier kennengelernt, nehme ich an. Als ich dort gearbeitet habe, ja. Denn irgendwie müssen auch wir wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Mysidia ist unsere geliebte Heimat. Aber es gibt gewisse Dinge, mit denen sie uns nicht segnet. Deswegen suchen einige von uns jenseits des Walls Arbeit. Aber für Anhänger eines verbotenen Glaubens gibt es in der Fremde nicht gerade viele Möglichkeiten. Du wolltest deine Familie also auf diese Art unterstützen? Ja, und ich habe es niemals auch nur für einen Moment bereut. Im Schleier habe ich eine zweite Familie gefunden. Und in Madame eine zweite Mutter. Ach, die Madame ist super. Und schließlich auch RW. Aber unsere Liebe war von Anfang an unmöglich. Wenn ich ihm mein Geheimnis offenbart hätte, wäre mein Volk dadurch in große Gefahr geraten. Aber ich konnte auch nicht einfach schweigen. Sonst würde ich für immer eine Lüge leben müssen und könnte niemals nach Hause zurück. Was passiert jetzt mit ihm? Seit unser Stamm sich hier niedergelassen hat, haben wir nur sehr selten ungebetene Besucher gehabt. Aber es gab sie. Entdecker, Schiffbrüchige. Keiner von ihnen hat lange überlebt. Du meinst... Das war vor meiner Zeit als Anführerin, möchte ich betonen. Ich selbst musste noch nie so eine Entscheidung treffen. Jamila, bitte gib dir keine Schuld an dieser Sache. Ich bin diejenige, die nach Nordstedt gesegelt ist und durch die unser Geheimnis entdeckt wurde. Das war mein Fehler. Und ich werde die Verantwortung dafür tragen. Danke, Schula. Ich bitte dich nur, ich flehe dich an, zu bedenken, dass RW uns nichts Böses will. Er ist nur ein hoffnungsloser Dummkopf. Ein Dummkopf, der mich liebt. Ich glaube dir wirklich. Aber deine Wünsche sind nicht die einzigen, die ich berücksichtigen muss. Die ganze Familie hat ein Recht darauf, sich zu äußern. Deshalb könnte es eine Weile dauern, bis ich eine Entscheidung treffen kann. Bitte hab Geduld. Ja. Natürlich, Schula. Wir werden warten.
Was auch immer jetzt geschieht, ich danke euch, Milord. Ihr habt uns wieder vereint. Ach, die ist lieb. Die ehemalige Prostituierte. Naja. Zeitlose Hirse. Trotz des Namens würde nur ein Narr versuchen, diesen elfenbeinfarbenen Sand zu essen. Es wird hauptsächlich zum Polieren der Böden in Kirchen und Tempeln verwendet. Ein Übermaß an Äther scheint den Verfall dieses speziellen Sacks voll Sand verlangsamt zu haben, sodass er selbst nach Jahrzehnten weiterhin seidig glänzt. Sand. Sand. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Warte mal, ich will mal gucken, ob er was Neues hat. Was willst du denn? Herstellen, Tidenschlag. Angriff verliere ich, aber ich krieg 290 Magie. Das ist echt übel. Wenn ich den verbessern kann, macht's Sinn. Gut, oder? Gut, das war Müll. Dann bis zum nächsten Mal. Na, kein Problem. Ja, was sind denn eure Eindrücke vom DLC bis jetzt? Ich hätte ihn nicht allein gehen lassen. Gezeiten, was soll ich denn jetzt machen? So, kleiner Justin, Gezeiten nochmal. Du musst mir helfen. Schula sagt, du hast ganz schön was drauf. Stimmt das? Warum fragst du? Hm? Oh, entschuldige, ich bin ganz durch den Wind. Mein Name ist Kataf. Ich mache mir Sorgen um meinen Freund. Er ist in den Wald gegangen und bis jetzt nicht zurückgekommen. Würdest du mir helfen, Holy ihn zu finden? Shit. Hey, Markus, Marco, grüß dich, Kai. Ich kann es versuchen. Erzähl mir alles, was ich wissen muss. Natürlich, du weißt ja, dass unsere Vorfahren den Schimmer gewirkt haben, um uns zu verstecken, oder? Schule hat davon erzählt, ja. Dann weißt du auch von den Steinmännern, die den Schimmer erhalten. Mein Freund und ich, wir erhalten die Steinmänner. Ohne uns und unsere Vorgänger wäre der Wald schon längst verschwunden. Dann ist dein Freund in den Wald gegangen, um nach diesen Steinmännern zu sehen? Möglich? Ja, ganz genau. Er hat gesagt, dass er runter nett, zum aber die Story ist noch nicht so spektakulär. Dort gibt es zwei Steinmänner. Einen an den Ufern des Flinklaufs und einen in der Nähe der geflügelten Gondeln. Das sind die Schiffswracks im Wald. Von DLC ist sie nicht schlecht. Und wie erkenne ich deinen Freund? Er heißt Nassef und ist ungefähr so groß wie ich, aber glatt rasiert. Wo? Ich wäre dir wirklich Kopf dankbar, wenn ja. du ihn für mich finden könntest. Nur damit ich weiß, dass er in Ordnung ist. Ich suche derweil im Dorf nach ihm, falls er inzwischen doch zurückgekommen ist und treffe dich später wieder hier. Dann bis nachher. Ein Steinmann bei den Schiffen, einer am Fluss. Na dann mal los. Hallo, Fremder. Ach Mann, da was denn los, Kleines? Dich findet man öfter auf dem Rücken eines Chocobos, oder? Naja. Stimmt. Woher weißt du das? Ach, das rieche ich doch sofort an dir. Stallgeruch, eindeutig. Und nicht von irgendeiner armseligen Klitsche. Nein, einer wie du reitet bestimmt keine halb verhungerten Vögel mit Kalkbeinen und Schnabelräude. Ich wette, dein Chocobo kriegt bei dir nur das feinste Kraut zu fressen und mindestens zweimal täglich die Federn gestriegelt, mit einer Bürste aus Curlhaar.
Für meine Ambrosia nur das Beste. Ambrosia heißt sie. Was für ein schöner Name. Wie ist sie denn so? Sie ist groß und stark. Und ihr Federkleid ist so weiß wie Schnee. Nicht dein Ernst. Du hast einen weißen Schokobo? Na klar, Mädel. Hab ich, ja. Sie sind wohl wirklich ziemlich selten. Ich muss sie einfach sehen. Kannst du sie herbringen? Das würde ich ja gern, aber ich glaube kaum, dass Schulas Boot groß genug für sie ist. Mein Vater hat auch eins. Und er hat schon öfter Chocobos damit transportiert. Du könntest ihn fragen. Und du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Er wollte nämlich sowieso bald rüber zur Kaiseraue. Also hat er bestimmt nichts dagegen, sie auf dem Rückweg mitzunehmen. Na, wenn das so ist. Es wäre eigentlich schon ganz praktisch, Ambrosia hier bei mir zu haben. Also gut, einfach hierher rufen? Wo finde ich deinen Vater? Er müsste im Lagerhaus auf der anderen Seite des Flusses sein. Sag ihm, Manda hat dich geschickt. Verrückt nach Vögeln. Die Kleine fängt ein bisschen früh damit an, oder? Wo kommt das denn jetzt her? Ups. Die Kleine ist also verrückt nach Vögeln. Warum hört sich das so falsch an? Du bist wohl einer dieser Fremdlinge, was? Bin ich. Schula hat mich eingeladen. Bist du der Vater von Manda? Bin ich. Tanzt du etwa schon nach ihrer Pfeife? Das ging ja schnell. Sie möchte, dass ich meinen Schokobo herbringe, aber dafür bräuchte ich deine Hilfe und dein Boot. Aber nochmal kurz. Boah, du könntest doch einfach Nein sagen, weißt du? Dieses Mädchen und ihre Vögel. Ich sehe es schon kommen, irgendwann wachsen ihr noch Federn. Um ehrlich zu sein, habe ich ihre Idee zuerst nicht ernst genommen, aber eigentlich wäre mir Ambrosia hier schon eine große Hilfe. Würdest du sie für mich mitnehmen? Na, wenn du dir sicher bist, dass das für dich in Ordnung geht. Schula hat gesagt, wir sollen jeden von euch ganz wie einen der unseren behandeln. Also, wenn du deinen Vogel rübergeschifft haben willst, dann machen wir das. Aber Chocobos sind nicht gerade geborene Segler. Du wirst einen Mimet-Kürbis besorgen müssen, damit sie auf der Überfahrt ruhig bleibt. Und wo finde ich sowas? Tja, gute Frage. Ist schon ein paar Jährchen her, dass ich einen Chocobo transportiert habe. Und wie ich höre, hat sich seitdem vieles in der Welt geändert. Woher bekommst du denn normalerweise alles, was man in einem Stall so braucht? Der Mann, von dem ich Ambrosias Sattelzeug habe, wohnt in Marthas Rast. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er auch Chocobo-Futter in seinem Sortiment. Also frage ich wohl am besten mal bei ihm nach. Na bitte. Ich segle dann nach Nordstedt, um unsere Vorräte aufzufüllen. Während ich das erledige, gehst du und holst deinen Vogel und den Kürbis. Und dann treffen wir uns dort an der Küste. Aber beeil dich ein bisschen, wenn's geht. So, da bin ich wieder. So. Will ich mal bei Marthas Rast mal sprechen? Wollen wir der Kleinen mal unseren Vogel zeigen? Ja, Kleine. Soll ich dir mal einen richtigen Chocobo zeigen? Wir haben wieder ein paar Zimmer frei. Das hört sich alles so falsch an. Ich komme ja für so eine Hölle. Dich kenne ich doch. Du hast Weißherz gerettet. Wie geht's unserer Heldin denn so? Es geht ihr sehr gut. Danke. Achso, hier dieser. Oh nein, ich danke dir. Du bist schließlich ihr Retter. Und was führt dich denn heute zur Rast? Ich bin auf der Suche nach einem Mimet-Kürbis. Mimet-Kürbis, geil. Und ich hatte gehofft, dass du mir sagen könntest, wo ich einen finde. Oh, da kann ich sogar noch mehr für dich tun.
Zufälligerweise habe ich nämlich gerade eine ganze Wagenladung von dem Zeug da. Und keine Käufer weit und breit. Wirklich? Ja, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir ein paar davon abnimmst, bevor alles verfault. Pass nur auf, dass dich keine Herde wilder Chocobos überfällt, ja? Wir wollen ja nicht, dass es dir so ergeht wie mir damals. Das werde ich. Vielen Dank. Cool. Das ist doch selbstverständlich. Weißherzfreunde sind meine Freunde. Und in diesen Zeiten müssen Freunde einander doch helfen, wo es nur geht. Oh, der Typ ist. Da hast du vollkommen recht. Das könnte ein Kai sein. Dann weiter nach Nordstedt. Mandas Vater wartet sich ja schon. So, ich bin... Wie kann ich der Garnison heute dienen? Ich muss sagen, es macht Spaß, wieder das Spiel zu spielen, ein bisschen mit Story. Ich könnte aber, wenn ich jetzt das DLC durchgespielt habe, weiß ich nicht, ob ich das Spiel nochmal anpacke. Einfach, wenn es halt keine Story mehr gibt, dann, ja, schwierig. Naja, vielleicht gibt es ja noch ein paar DLCs. Auf der anderen Seite muss ich aber auch noch gestehen, ich habe das DLC von Ghost of Tsushima nicht. Das ist eigentlich auch noch eine Sache, die ich diese mir mal Dinger aneignen kämpfen muss. Nicht die Menschen. Bist du ja. Und das ist also Ambrosia, sagtest du? Ist deine echte Schönheit ein Vogel? Den Mimet-Kürbis habe ich auch. Hier. Ich hätte mehrere mitnehmen können. Why not? Herzlichen Dank. Sobald sie den aufgefressen hat, geht's los. Wir gehen jetzt auf eine kleine Reise zur anderen Seite der Bucht, Ambrosia. Keine Sorge, dir passiert nichts. Ist eigentlich interessant, bei Final Fantasy VII Rebirth sind Chocobos gute Schwimmer. So, da wären wir. Ich glaub's nicht. Sie ist wirklich weiß wie Schnee. Du bist so schön, meine Kleine. Und tapfer obendrein. Keinen Mucks habe ich gehört während der Überfahrt. Ja, die ist schon was Besonderes. Der Mimet-Kürbis hilft zwar, aber meiner Erfahrung nach bekommen die meisten Vögel spätestens beim Durchfahren des Walds trotzdem Angst. Sie aber nicht. Ambrosia hat schon viel durchgemacht. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas erschüttern kann. Nicht, wenn ihr geliebter Herr an ihrer Seite ist. Also, eigentlich bist du diejenige, die sich um mich kümmert, oder? Jedenfalls vielen Dank, dass du sie hergebracht hast. Hoffentlich schaffe ich es auch eines Tages, so einen prächtigen Vogel zu züchten. Und wenn ihr beide zurück nach Nordstedt wollt, bringe ich euch jederzeit gerne hin. Also, sag einfach Bescheid. Vielen Dank. Aber ich glaube, wir erkunden erstmal zusammen die Gegend hier in Mycidia. Wie fändest du das, Ambrosia? Ich glaube, die Chocobos sind bei der Kleinen gut aufgehoben. Die hat echt ein Herz dafür. Bin ich super. Doch. Dann haben wir das auch schon mal. Jetzt suchen wir noch mal den Glatzkopf mit den glattrasierten Arschbacken. Also nach Nazeth.
habe keine Ahnung, warum das Ding Väterwald heißt, aber vielleicht werden da Väter geboren. Töchter sich hier mit den Wunden Steilburschen treffen, dann werden die Jungs zu Väter. Das ist eins dieser läutenden Mineralien, von denen Pavard gesprochen hat. Okay, das hat sich cool angehört. Gucken, nicht anfassen. Tja, da hätten wir den Steinmann. Aber keine Spur von Nassef. Also weiter zum Flussufer. Das hätte ich mir gleich denken können. So, geradeaus und dann links. Wer mag das sein? Entschuldige, ich suche nach jemandem namens Nassef. Ja, den kenne ich natürlich. Er kümmert sich um die Steinmänner. Moment, du dachtest doch nicht etwa, dass ich das bin, oder? Tut mir leid, ich bin nur hinter ein paar Gazellen her. Warum suchst du Nassef denn? Sein Freund Kataf macht sich Sorgen um ihn. Anscheinend wollte er einen der Steinmänner überprüfen und ist nicht zurückgekommen. Das ist beunruhigend. Du bist ein Jäger, oder? Bestimmt kennst du dich in den Wäldern hier gut aus. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich ahne fürchten. Schlimmes. Da vorne gibt es eine Brücke. Das verdammte Ding ist vor ein paar Monaten weggespült worden. Und unser Schreiner ist erst vor kurzem dazu gekommen, sie wieder aufzubauen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auf der anderen Seite noch einen von den Steinmännern. Vielleicht wollte er den auch gleich noch kontrollieren. Das könnte sein. Ich werde nachsehen. Danke. Nichts zu danken. Ich werde auch Ausschau nach ihm halten. Vielleicht ist er ja nur aufgehalten worden. Hoffen wir es. Aber das ist doch keine Gazelle. Das ist keine Gazelle. Das ist die Brücke, von der der Jäger gesprochen hat. Da geht's nicht weiter und hier geht's weiter, okay. Schade, dass wir das nicht steuern können. Er macht aber ordentlich Damage. Ah, ich glaube, ich komme mit diesem Blitztypen nicht klar. Weil dem seine ultimative Fähigkeit macht leider keinen Schaden für mehrere, sondern immer nur auf eine Person. Schockwelle ist nicht schlecht, aber das hier, welcher großen Schaden bei einem heran, warte mal. Oh, Flertem ist auch nicht schlecht. Oh, Bahamut, der Drache, der geht ab. Auf jeden Fall Gigaflare. Aber den kann ich behalten, ne?
Schockwelle ist jetzt nicht so schlimm. Na, das gefällt mir doch, das kann man so lassen. Mit den Satelliten komme ich nicht ganz so klar. Es ist aber gut, dass ich das so ein wenig zelebrieren kann. Also ein wenig. Ne, Diamanten auch passt mir ganz gut. Hier haben wir Bahamut, Satellit. So. Schockwelle kann gemaxt werden. Dann hauen wir mal Ionenschlag weg. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht wirklich nur diese Dinge raushauen sollte. Warte mal. Was ist, wenn ich das nehme? Und dafür Diamantenstaub nehme. Und anstelle von der Schockwelle das ist auch nicht schlecht. Dass ich mir das jetzt ultra einfach mache. Ah, sehr gut, Torgal. Nice. Ich würde gerne wissen, woher wir das Geld kriegen, wenn wir den Monster killen, aber ist ja bei allen Online-Spielen so. Ah, ich danke dir. Ich bin Schulas Gast. Und du musst Nasef sein. Wo bist du platziert? Aber woher weißt du das? Ah, Bart. Dein Freund Kataf wollte, dass ich nach dir suche, weil du nicht zurückgekommen bist. Ah, tut mir leid. Ich war so auf den Steinmann konzentriert, dass ich diese Biester erst bemerkt habe, als es zu spät war. Wie genau funktionieren sie eigentlich? Oh, da sind Kristalle drin. Die halten den Schimmer aufrecht. Wenn zu viele davon gleichzeitig ausfallen, dann würde sich die Illusion auflösen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Eine sehr wichtige Aufgabe also. Eine, die du nicht mehr erfüllen kannst, wenn du tot bist. Du musst in Zukunft wirklich vorsichtiger sein. Ja, das stimmt wohl, was du da sagst. Ja, warum denn nicht? Also eigentlich arbeiten Kataf und ich auch immer zusammen und passen aufeinander auf. Aber als wir von eurem Besuch gehört haben, sind wir getrennt los, damit es schneller geht und bis zu eurer Ankunft alles perfekt ist. Das war dumm, ich weiß. Du hast ihn gefunden. Ah.
Nicht nur ich ihn. Mag die Nebenquests. Aber meine Ankunft scheint den örtlichen Bestien den Appetit verdorben zu haben. Ich finde die jetzt nicht so schlimm. Die waren wohl doch nicht so hungrig. Ich glaube, ich sollte dich besser bis zum Dorf begleiten, Nassef. Viel Getier im Wald heute. Besuch uns mal, wenn du wieder in der Zuflucht bist. Du hast mir das Leben gerettet. Da ist es nur recht, dass ich das wieder gut mache. Wenn du darauf bestehst. Also dann, bis bald. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Es sind aber auch nicht viele, ne, muss ich sagen. Also wir machen immer so ein bisschen... Mit jedem Schritt, den wir weiter der Hauptquest näher kennen, waren jetzt 2 oder 3. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dank dir. Ich danke dir. Und das mit dem Zurückporten ist richtig Nassef cool. Nassef hat mir alles erzählt. Wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Oh, ich will mir gar nicht ausmalen, was sonst passiert wäre. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Und ich will euch ja nicht in eure Arbeit reinreden, aber geht in Zukunft nicht mehr allein. Oder wenn doch, sollten wir vielleicht einen Schimmer um uns selbst herum beschwören, damit die Bestien uns nicht entdecken. Das hätte zwar auch seinen Preis, aber besser als die Steinmänner zerfallen zu lassen und den ganzen Schimmer noch einmal wirken zu müssen. Stell dir das bloß mal vor. Nein, danke. Da wären wir schon bald selbst 2 neue Steinmänner für die Sammlung. Ihr seid Träger. Das sind wir, den Gezeiten sei Dank. Nur Träger können die Kristalle in den Steinmännern richtig handhaben. Ohne uns wäre der Stamm ziemlich aufgeschmissen. Dann tut ihr diese Arbeit zum Wohl eures Volkes? Nicht weil... Weil man uns zwingt? Nicht doch. Den Schauergeschichten über die Außenwelt nachzuurteilen, können wir wirklich heilfroh sein, dass unser Regen auf die Erde hier in Mysidia gefallen ist. Es gibt sowieso schon nicht mehr viele von uns. Wenn wir jetzt auch noch anfangen würden, uns wegen solcher Nichtigkeiten gegenseitig an die Gurgel zu gehen, wäre das unser sicheres Ende. Das stimmt. Naja, Ende gut, alles gut, was? Dank dir können wir beide unser Zuhause noch ein bisschen länger versteckt halten. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass es hier ein bisschen anders da ist, als in der anderen Welt, wo Träger halt wie Sklaven behandelt, werden oder Abgestoßene. Ja, ein Silberpfennig. Weiß wenn ich wozu man den brauche, aber nehme ich mit.